Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr könnt mich hier irgendwie sehen. Wir haben jetzt 10 nach 9. Ich bin so circa um kurz nach 8 aufgestanden und habe mir was zu essen gemacht, beziehungsweise habe ich jetzt fertig gemacht und was zu essen gemacht. Genau, ich esse jetzt gerade hier Borscht oder ich werde hier Borscht essen. Das ist eine russische Suppe. Die ist zwar kalt, aber ich habe keinen Bock, die warm zu machen. Es regnet bei uns draußen. Richtig, richtig, richtig krass und es ist windig und keine Ahnung was. Aber ich muss gleich nach Bremerhaven fahren. Ich muss nämlich was erledigen für meinen Vater, weil der das nicht schafft. Ich weiß nicht, heute muss meine Mama noch ein paar Tests machen. Und vielleicht darf sie dann aus dem Krankenhaus raus. Ich will nicht zu viel sagen, was passiert ist, beziehungsweise was jetzt Sache ist, weil ich habe jetzt einen Vlog vorgedreht, der bald online kommt und da werdet ihr auf jeden Fall nochmal alles weitere erfahren. Ich habe so keine Lust, jetzt nach Bremerhaven zu fahren, aber egal, dann kann ich wenigstens in den russischen Laden fahren, ein bisschen was einkaufen. Also das heißt, in russischen Laden nach Mixmarkt, da gibt es ja auch polnische Sachen und sowas. Halt ausländische Spezialitäten gibt es da, glaube ich, im Allgemeinen. Ich bin so wütend schon seit heute Morgen, also seitdem ich aufgewacht bin. Leute, das hat ja eigentlich nichts zu suchen auf der Plattform, aber sage ich jetzt trotzdem, Mann. So, Madame hat sich hier einen neuen BH gekauft. Ja, einige denken jetzt, warum spricht sie immer sowas? Ja, ist mir jetzt morgens passiert, ich muss das jetzt erzählen. Ich habe mir einen neuen BH gekauft, meine Fresse, ey, der war nicht gerade günstig. Hab mir gedacht, ich gönne mir mal einmal so einen richtig teuren. So, sonst war ich immer richtig geizig, aber den habe ich angeguckt und dachte mir so, der war so schön lila, dass ich dran nicht vorbeilaufen konnte. Das war so ein richtig schönes Neonlila. Ich musste das haben, Mann. Ja, Leute, ich habe dafür Geld bezahlt. Ziehen ihn heute Morgen an. Und plötzlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn hier dieses, wie nennt man das, der Träger hinten verdreht ist. Ich so, ja, okay, hat man ja manchmal, dass der verdreht ist, ne? Und versucht ihn irgendwie entzudrehen, wegzudrehen, richtig zu drehen. Das hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Naja, nachdem ich ja 20 Minuten damit verbracht habe, irgendwie diesen Scheißträger richtig zu drehen, damit er nicht mehr so aussieht, habe ich gecheckt, dass er falsch dran genäht wurde. Das heißt, ich habe nicht nur Unmengen an Geld für einen Scheiß-BH bezahlt. Nein! Ich kann den nicht mal tragen, weil der mich ansonsten einfach nur zwickt und juckt und keine Ahnung was. Toll! Natürlich werde ich ihn nicht wegschmeißen. Ich werde ihn irgendwie versuchen aufzuschneiden an der Seite, richtig zu drehen und dann wieder dran zu nähen. Keine Ahnung, meine Mutter hat ihn in die Nähmaschine. Leute, ich hab 3 Jahre, oder 2 Jahre? Nein, ich habe 3 Jahre WPK-Technik gehabt. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen, ja? Ich habe Kissen genäht, ich habe andere Dinge genäht. Ich werde es auch irgendwie hinkriegen, 1 Zentimeter Träger irgendwie wieder aneinander zu nähen. Hoffe ich zumindest. Jetzt fragt mich nicht, was WPK-Technik ist. Also WPK heißt Wahlpflichtkurs. In der 5. Klasse durften wir uns entscheiden, was wir wählen möchten. Wir konnten Französisch wählen. Wir konnten einen WPK-Kurs wählen. Also wir konnten mehrere WPK-Kurse wählen. Weil wir mehrere Tage in der Woche einen WPK-Kurs dann haben. Also ich glaube, 2 oder 3 Mal in der Woche haben wir dann WPK oder Französisch. Und Madame hier in der 5. Klasse war natürlich schon sehr schlau und wusste, dass sie Französisch einfach nicht packt. Weil wenn ich nicht mal Englisch richtig gepackt habe, reicht schon, dass ich 2 Sprachen kann, dann packe ich auf gar keinen Fall Französisch. Also da falle ich direkt nach der 5. Klasse komplett durch. Natürlich diejenigen, die Englisch gut beherrschen, beziehungsweise denen Englisch leicht fällt, ja, und Deutsch leicht fällt im Allgemeinen, natürlich wählen die dann Französisch. Ja, was sollen die dann verlieren? Dann haben die halt eine schlechte Note in Französisch. Und Französisch auf dem Zeugnis sieht natürlich sehr gut aus. Ich habe es aber nicht gepackt, wie. Ich bin gerade so von der Grundschule gekommen und von der 4 entwichen in Deutsch. In Englisch, ja gut, das war Grundschulenglisch, da habe ich ein bisschen vorgearbeitet, aber ich hatte schon in der 5. Klasse, Anfang der 5. Klasse gecheckt, dass ich das nicht packe. Es kam erst 1 oder 2 Wochen später der WPK-Kurs dann, ne? Oh mein Gott, Leute, ich habe dann gedacht, so, nee, mir egal, was meine anderen Mitschüler machen, aber ich gehe definitiv WPK. Gut, Leute, ich habe dann WPK-Werken genommen, ich habe WPK-Technik geholt, nee, genommen, beziehungsweise gewählt.
Und ich glaube danach, ich glaube in der 5. war es Kunst. 6., 7., 8. oder 8. Klasse. Man hat das ja danach komplett die ganzen Jahre entlang. Ich glaube, ab der 9. Klasse hat man dann irgendwas anderes. Ich glaube, Gesundheit, irgendwas, keine Ahnung, wie das heißt. Gesundheit und irgendwas hieß das. Da hatte ich, glaube ich, Musik. In der 8. Klasse hatte ich Musik. In der 7. Klasse, ich glaube, auf jeden Fall hatte ich ein bisschen was, ja. Ich hatte am Ende alles durch, was man wählen konnte. Ich werde schon irgendwie hinkriegen, die Kacke dran zu nähen. Oh nein, jetzt muss ich mich an WPK-Musik erinnern. Oh mein Gott, das war eine Zeit. Wir hatten, ich habe den WPK, also ich habe WPK-Musik gewählt und Leute, ich habe mir darunter wirklich was richtig Geiles vorgestellt. Es war alles andere, aber es war unterhaltsam, ja. Aber ich habe so gedacht, ja, keine Ahnung, wir trennen irgendwelche Lieder wie in der Grundschule. Oh nein, wir haben so richtig Sachen über Musik gelernt. Dolby-System und ach, keine Ahnung, wann so das erste Mal Musik eingeführt wurde. Welche Geräte, welche Instrumente wann rausgekommen sind, beziehungsweise erschienen sind, wer sie erfunden hat und so weiter und so fort. Wann es das erste Kino gab. Oh mein Gott. Und vor allem, wir hatten auch noch so richtig geile Lehrerin. Also, die hat richtig krassen Unterricht gemacht, schweren Unterricht, aber das war im Prinzip eine richtig geile Lehrerin. Also bei der hat sich niemand getraut, die einmal wegzuflexen. Also wirklich, wenn du das gemacht hast, wenn du nur mit, ey Digga, deine Mutter, Bruder und sowas angekommen bist, dann hat sie, ey deine Mutter und Bruder und Digga, so gemacht, dass du nach irgendwo hingeflogen bist, auf einen Ort, der noch nicht erforscht worden ist. So, wisst ihr, was ich meine? Die war so richtig mit ihrem, die hatte ihren Slang drauf. Das war nicht so eine typische Lehrerin, sondern die konnte dir so ein richtig wegflexen, ey, dass du deine Klappe gehalten hast für immer. Also sogar die coolsten, die mit so richtige Boys waren, so wisst ihr, was ich meine, und die sich alles getraut haben, selbst die waren leise. Diese Frau war mit ihren Sprüchen immer auf dem neuesten Stand. Das war richtig krass. Oh, das war schon cool, aber ich hatte wirklich Glück, muss ich sagen. Weil in meinem Jahr, wo ich da war, eigentlich muss man bei ihr immer so sich vor die Klasse stellen, mindestens zweimal in dem einem Jahr, also einmal im Halbjahr, und ein Lied singen. Man muss ein Lied auswendig lernen, zum Beispiel. Wie hieß denn das Lied? Irgendwas mit Walk. Ich kann nicht so gut Englisch. Walk. Quaps, Quaps oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Ich hab's irgendwie noch so im Kopf. Egal, auf jeden Fall sollten wir das Lied vor der Klasse einzeln singen, jeder einzeln von uns. Ich kann nicht singen. Tut mir leid, aber ich kann nicht singen. Bei mir würden Vögel in Ohnmacht fallen, wenn ich anfange zu singen. Und wir hatten aber richtig Glück, weil in dem Jahr, wo wir da waren, gab es ein Französisch, also ein Deutschland-Frankreich-Austausch. Das heißt, wir haben französische Schüler bekommen und aus unserer Schule, also die Deutschen, sind halt nach Frankreich gefahren, waren halt dort im Austausch. So 2 Wochen war das, glaube ich. Aber wir mussten halt für die Franzosen, für die französischen Schüler, ein Lied singen und das durften wir in der Gruppe machen. Und ich glaube, das war zu Weihnachten hin. Dann haben wir, glaube ich, Jingle Bells oder sowas auf Französisch gesungen. War eigentlich ganz cool, aber damit haben wir uns eine 1 kassiert und mussten nicht mehr vor der Klasse singen. Und was im zweiten Halbjahr passiert, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da ist sie irgendwie ausgefallen oder sowas und dann mussten wir das auch nicht mehr machen. Irgendwie so. Ja. Ja, gut, den größten Teil haben wir Ernie zu verdanken. Und das mit Ernie ist auch noch eine Sache. Also wir hatten in Religion, jetzt erzähle ich jetzt meine Schulzeit, wir hatten in Religion einen Jungen, der ein bisschen sehr hyperaktiv war. Übrigens, habt ihr meinen Fleck hier gesehen? Ignoriert den. Ich habe heute meine Mascara drauf fallen lassen. Hat hier übel den schwarzen Fleck. Und meine Mascara ist wasserfest, Leute. Das war gerade intakt, den ganzen Charakter wegzukriegen. Das war auch noch ein Punkt, warum ich schlecht gelaunt bin. Egal, auf jeden Fall zurück zu Ernie. Wir hatten den in der 5. Klasse. Ich habe den in Religion kennengelernt. Der ist einfach so hyperaktiv gewesen. Dank ihm hatten wir einfach nie Hausaufgaben auf. Bis wir Lehrerwechsel hatten und das nicht mehr zog. Aber wegen dem hatte ich 1 oder 2 Jahre lang keine
keine Hausaufgaben auf, weil der einfach so viel Scheiß im Unterricht gebaut hat, dass die Lehrerin freiwillig einfach gegangen ist und keinen Bock mehr hat. Bei uns war das immer richtig krass. Also wir wurden immer, wir hatten viele Kurse, wo wir zusammengewürfelt worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr das aus diesem amerikanischen Film kennt, so internatmäßig oder sowas, wo halt mehrere Schüler einfach aus verschiedenen Klassen, aber trotzdem denselben Kurs haben. Und das hatte ich halt auch, ich hatte das auf der Realschule und ich hatte das halt auch auf der Hauptschule. Zum Beispiel E- und G-Kurse und bei uns war das halt häufig die WPK-Kurse, die zusammen gemacht haben. Und Französisch-Kurse, die halt ja aus allen Schülern, aus allen anderen Klassen kamen dann halt Schüler dahin. Wurden halt zusammengewürfelt und halt in Religion auch. In Religion wurde das nämlich so unterteilt, man hatte nämlich nicht nur Religion, sondern man hatte einmal zwei Paar Schuhe und von diesen zwei Paar Schuhen wurde da eine Schuh nochmal geteilt. Also man hatte einmal die Christen und man hatte dann diejenigen, die auf dem Blatt als die Schüler, also als die Kinder angemeldet wurden, sind gar keins von beiden. Also das heißt, man hatte katholisch, man hatte evangelisch und man hatte das Feld gar keines von beiden. So, und diejenigen, die das dritte gewählt haben, wurden halt alle in eine Kiste geschmissen. Da waren halt alle anderen drinne, die nicht an Gott geglaubt haben, die an einen Gott geglaubt haben, aber nicht an unseren Gott, also nicht an den Gott der Christen, sagen wir mal so. Die wurden halt dann zusammengeschmissen. Das waren dann viele verschiedene Leute. Das waren Leute, die überhaupt nichts mit dem Glauben überhaupt zu tun haben wollten, möchten oder werden, wie auch immer. Dann waren da halt auch die muslimischen Leute. Ich weiß nicht, wie das heißt richtig. Muslime? Auf jeden Fall die. Da waren halt auch andere drin. Und dann wurden wir halt Christen in einen Schuh gesteckt und wurden auch nochmal unterteilt zwischen evangelisch Unterricht und dann katholisch Unterricht. Genau. Und ich war halt natürlich immer evangelisch Kurs und er auch. Und er hat sich seinen Namen gemacht wegen den, weil er so hyperventiliert ist und hat sich dann selbst Ernie genannt. Und jedes Mal, wenn wir keinen Bock auf Unterricht haben oder hatten, haben wir dann gesagt, Ernie, mach mal schneller. Ja, hat auch immer gezogen, aber ja. Ich habe in diesem Jahr nur eins geschrieben, so wisst ihr wieso. Der hat jedes Mal bei einem Test, er hat sich selbst dafür geopfert, ich weiß gar nicht, wer dieses Schuljahr geschafft hat. Er hat sich selbst dafür geopfert, hat richtig Scheiße gebaut, als die Lehrerin aus dem Unterricht gehen musste, hat sich halt mit diesem Schüler auf dem Gang geprügelt, weil Ernie einfach so ausgeflippt ist und einfach so meinte, Ernie zu sein, dass sie den Unterricht verlassen hat während dem Test. Und wir haben es natürlich schlau gemacht und wir haben alle abgeschrieben. Wir hatten immer einen Klugscheißer in der Klasse, der alles wusste, der alles wusste, diesen blöden Evangelischkurs. Und bei dem haben wir dann immer alles abgeschrieben. Und als die Lehrerin reinkam, haben wir natürlich so getan, als würden wir überlegen und sowas. Und wir sind nicht alle auf einmal zu der Lehrerin gegangen, sondern wir haben taktischerweise, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen angeguckt. Der eine ist gegangen, eine Minute später ist der andere gegangen, mal zwei zusammen. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist der blöde Kuh einfach nie aufgefallen. Ich habe meine evangelische Lehrerin, ich habe alle meine evangelischen Lehrer gehasst, alle. Alle. Boah, vor allem diesen einen Mann, den wir hatten. Schule war allgemein nicht meins. Wollt ihr mal meine Zeugnisse sehen? Ich schwöre euch, ihr fallt aus allen Wolken. Also wenn ihr vielleicht denkt, dass ihr schlechte Schüler seid, dann habt ihr meine Zeugnisse nicht gesehen. Also meine besten Zeugnisse waren tatsächlich die aus der Grundschule, wo es kaum Noten gab. Und das auch noch aus der 9. Klasse. Alles andere könnt ihr in die Mülltonne schmeißen. Bis zu 4, 5, 5. Besitzen geblieben ist alles. Schule war einfach nicht meins. Und wenn man halt in allen drei Hauptfächern einfach verkackt, was soll man dann dazu sagen, ne? Deutsch 5. Mathe 4, glaube ich. Englisch fast 5, da gibt es nichts mehr auszugleichen. Oh Mann, trotzdem war es eine gute Zeit. Schule war schon nice. Mein Mund ist jetzt dreckig, egal. Ich muss mich jetzt gleich fertig machen. Ich habe keinen Bock mehr drüber am Hafen. Normalerweise ist die Strecke nicht schwer. Normalerweise, praktisch gesehen, geht die Welt draußen unter. Oh Mann.
Ich weiß gar nicht, was ich heute hochladen möchte. Ich muss auch heute noch Videos drehen. Eine Menge wieder zu tun. Leute, ich habe unter meinem Dach habe ich irgendwas. Ich schwöre, ich habe. Also, ich bin ja schon auf dem Dachboden, aber irgendwas habe ich das Gefühl zwischen Dachboden, zwischen den Dachsteinen, wie heißen die, Dachziegel und meiner Wand halt. Der ist irgendwas, eine Ratte oder keine Ahnung, Vogel oder weiß ich nicht was. Das hört sich manchmal so komisch an, als würde da jemand so entlanglaufen die ganze Zeit, beziehungsweise kratzen so an dem Holz, was da ist, so kratzen. Das hört sich richtig komisch an. Und ich hatte das, als ich hier gewohnt habe. Ich habe hier ja 2 Jahre gewohnt, als wir hier eingezogen sind, bevor ich ausgezogen bin. Das hatten wir da nicht. Also ich hatte das da nicht. Ja, übrigens, hier habe ich noch Nagellack drauf. Und hier habe ich noch meine anderen Nägel drauf. Ich will die halt ein bisschen ruhen lassen. Hier habe ich das verkackt mit der Nagelhaut. Ich habe die fast abgeschnitten. Ich habe geblutet, Leute. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Vielleicht lasse ich die auch erstmal Natur. Ach, weil bringt ja nichts. Ich kriege jedes Mal diese Pusteln danach. Ja, dann versuche ich die eben so ein bisschen wachsen zu lassen. Mal schauen. Ja, Leute, ich wünsche jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Und bis zum Video heute Nachmittag. Oh, Leute, bevor ich das Video beende. Oh. Das muss ich noch erwähnen. Das habe ich mir extra eigentlich noch aufgeschrieben gehabt, dass ich das in diesem Mukbang erwähne. Leute, ich habe gestern, als ich abend im Bett war, einen Kommentar gelesen, was mich von den Wolken gehauen hat. Also wirklich. Ich weiß, dass ihr mir super oft unten in die Kommentare reinschreibt, Alina, kannst du mal bitte das und das testen? Alina, kannst du mal bitte das und das kaufen? Ich schreibe mir das natürlich auf, aber ich kriege so viele Empfehlungen von euch. Ich kann nicht alles auf einmal kaufen. Ich bin nicht Millionärin, das funktioniert nicht. Ich schreibe mir das natürlich auf und nach kaufe ich die Dinge, die ihr mir halt aufgeschrieben habt. Wenn zum Beispiel eine Sache 10 Euro kostet und ich so, ah, stimmt, das muss ich auch noch kaufen, dann kaufe ich das. Ich kann aber nicht plötzlich 50.000 Sachen auf einmal kaufen, dann bin ich pleite, Leute. Bin ich pleite, ne? Und wenn ich dann unten in die Kommentare schreibe, ich kann das ja mal testen, dann heißt das nicht, dass ich daraus ein Video direkt mache. Weil, Leute, ich kann nicht wegen einer Sache direkt ein Video machen. Wenn es natürlich eine Palette ist, dann okay, ja. Dann berücksichtige ich das auch. Natürlich mache ich ein Video. Aber zum Beispiel das beste Beispiel, mir hat eine Followerin ganz oft in die Kommentare geschrieben, kannst du bitte das Action Puder testen? Ich habe das Action Puder 2-mal gekauft. Ich habe es 1-mal gekauft gehabt. Da habe ich erzählt, dass das bei mir in der Tasche kaputt gegangen ist. Ich habe dieses blöde Puder in der gesamten Tasche gehabt danach. Dann habe ich es mir ein 2. Mal gekauft gehabt. Dann in Duisburg, glaube ich, war das. Das war das letzte. Ich habe es hier. Es liegt noch in irgendeiner der Kartons. Zum Ende hin musste ich einfach nur reinpfeffern. Ich habe dieses Puder noch nicht gefunden. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich die Zeit gehabt, um danach zu suchen. Ich habe aber der Followerin gesagt, ich teste es. Ja, ich habe nicht gesagt, ich mache daraus ein Video, sondern ich teste es. Daraufhin habe ich dann gestern, als ich im Bett war, Kommentare gelesen. Da habe ich endlich mal ein bisschen Zeit dafür gefunden. Auch wenn ich hundemüde war, aber ich will eure Kommentare beantworten. Ich will, ihr schreibt mir immer so nette Kommentare. Ich muss die Zeit dazu finden, um einfach eure Kommentare zu liken. Und einfach euch das zu beantworten, das bin ich euch schuldig. Ihr schaut so fleißig meine Videos, das bin ich euch schuldig. So, und dann lese ich da einen Kommentar, das war das letzte Kommentar, was ich hatte. Schaut die Videos von Alina Berry nicht. Ich habe mehrfach zu ihr geschrieben, sie soll dieses Puder testen und sie hat es einfach nicht gemacht. Sie ignoriert, schaut ihre Videos nicht. Diese Person habe ich dann direkt geblockt, weil ich mir dachte, Mädchen, ich will dich mal an meiner Stelle sehen, wie du hier gerade alles bewältigst, was ich tue, mit den ganzen Krams, mit den Steuererklärungen. Du machst noch gleichzeitig die Steuererklärung deiner Eltern, deiner eigenen mit dem Steuerberater. Du musst so viel erledigen, so viel Papierkram, Gewerbe, dies, das. Du bist einfach fertig mit den Nerven. Mein Papa hat gerade angerufen, deswegen muss ich stoppen, auch wenn das Video jetzt einfach überlänge haben wird. Also ich will damit eigentlich nur sagen, ich berücksichtige alle eure Fragen. Ich berücksichtige alle eure Bitten um mich. Ich weiß auch noch im Hinterkopf ganz fest, dass ganz viele von euch eine Schminksammlung sich wünschen von mir. Die wird es auch geben, nur bin ich gerade alleine. Ich habe nicht das passende Auto dazu, mir die Sachen zu kaufen. Und ich darf nicht ohne Pascal einkaufen gehen, weil er wohnt mit mir hier dann. Und ich kann nicht einfach Sachen in Ecken befüllen, ohne dass das mit ihm abgesprochen ist. Ich kann es auch nicht selbst aufbauen, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Ich benötige Pascal einfach dafür. Der Job, den ich mache, der ist umfangreich und hat... Leute, es ist nicht, wie manche sich denken, dass man sich hinstellt, hinsetzt, ein Video dreht, es hochlädt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist Stress. Es ist jeden Tag Stress mit irgendeinem Finanzamt, was irgendwas von dir will, mit irgendeinem Steuerberater, der noch irgendein Dokument braucht, mit Arztterminen, die du zwischendurch noch hast, mit anderen Dingen, mit dem Haushalt, mit Kochen, mit... Leute,
Ich brauche mehr wie 24 Stunden mittlerweile, um irgendwie diesen Tag hier zu bewältigen. Momentan ist alles stressig, ich bin umgezogen, alle Behörden wollen irgendwie irgendwas von mir. Sei es meine Autoversicherung oder sonst irgendwas, alles muss geändert werden. Es ist momentan übel anstrengend und es wird es. Ich berücksichtige eure Sachen, alles, was ihr mir sagt. Ich habe es im Hinterkopf und es wird auch gemacht. Nur nicht von jetzt auf gleich und nicht vielleicht in 4 Wochen oder 5 Wochen. Vielleicht seht ihr dann das Video, was ihr euch gewünscht habt, vielleicht erst in 2 Monaten, weil ich es erst dann schaffe. Was meint ihr, warum ich momentan Live-Holz mache? Nicht, weil es vielleicht euch mega Spaß macht, das zu gucken. Ich weiß, dass ihr diese Live-Holz einfach liebt. Es kommen gerade einfach so viele Live-Holz, weil die Live-Holz am einfachsten sind zum Schneiden. Ich muss mir da nicht viel Mühe geben. Ich cutte den Anfang. Ich cutte das Ende von dem Clip und das mache ich bei jedem Clip, füge einfach die Sachen noch hinzu, bisschen Musik, dies, das und ich bin fertig. Bei meiner Mutter braucht das mittlerweile 1,5 Stunden, bis das Video hochlädt, bis ich das Internet muss ich auch noch ändern. Ich muss es ein bisschen höher machen, also die Leitung, auch das schaffe ich nicht. Deswegen, Leute, seid mir bitte nicht böse. Ich berücksichtige alles, was ihr mir sagt. Ich schreibe mir alles, 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 alles auf. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich ein paar Handcremes nachkaufen muss und die testen muss für euch. Ich habe es im Kopf. Nun geht das nicht von jetzt auf gleich. Bitte seid mir da nicht böse. Und diese Kommentare, sollte ich noch mal so einen Kommentar sehen mit bitte schaut die Videos nicht von mir. Leute, ihr könnt Kritik geben, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber andere Leute aufzuhetzen, dass die meine Videos nicht mehr schauen sollen, geht gar nicht. Geht gar nicht, ja. Ich berücksichtige Kritik. Ich mag sogar Kritik, wenn einer mir sagt, okay, oder einer mir sagt, irgendwie ist das und das gerade komisch oder ihr habt Fragen oder sonst irgendwas, schreibt rein. Eure Meinung dürft ihr gerne immer auf meinem Kanal sagen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber andere zu etwas zu hetzen, finde ich überhaupt nicht gut. Und deswegen wurde diese Person ja von mir auch blockiert. So, aber jetzt beende ich das Video. Wir sind, glaube ich, schon bei über 20 Minuten. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und ich bewege meinen Po nach Bremerhaven. Yes. Und dann geht es auch in den russischen Laden. Da gibt es Food Live. Oh Mann, Live schon wieder. Ich hab's drauf.